Das ist Marie. Sie wohnt und betreibt ein Steuerbüro in einem Rat- und Vorsorgegebiet in Bayern. Für Marie als Arbeitgeberin bringt das einige Pflichten zum Schutz vor Radon mit sich. Aber was ist Radon eigentlich? Radon ist ein radioaktives Gas. Es entsteht beim natürlichen Zerfall von Uran im Boden. Mit der Bodenluft kann es über Risse und Spalten in Gebäude gelangen. Hohe Radonkonzentrationen können Lungenkrebs begünstigen. Deshalb gibt es im Strahlenschutzgesetz einige neue Regelungen zum Schutz vor Radon, in Wohnräumen und an Arbeitsplätzen. In Radonvorsorgegebieten gibt es zusätzliche Pflichten. Auch Marie muss als Besitzerin eines Steuerbüros einiges beachten. Denn ihre zwei Angestellten haben ihre Arbeitsplätze im Erd- und Kellergeschoss. In Radonvorsorgegebieten muss Marie als Arbeitgeberin dort die Radonkonzentration messen. Dafür bestellt sie bei einer anerkannten Stelle Messgeräte. Die Exposimeter stellt sie an den Arbeitsplätzen von Herrn Huber und von Herrn Meyer auf. Ein Jahr später schickt Marie die Exposimeter an die anerkannte Stelle zurück und erhält innerhalb weniger Wochen die Messergebnisse. In der nächsten Teambesprechung informiert Marie ihre Mitarbeiter über die Ergebnisse. Am Arbeitsplatz von Herrn Meyer im Erdgeschoss ist alles in Ordnung. Am Arbeitsplatz von Herrn Huber im Keller wurde eine Überschreitung des Referenzwerts von 300 Becquerel pro Kubikmeter Luft gemessen. Marie weiß, jetzt muss sie handeln. Im Gespräch mit einer Radonspezialistin stellt sich heraus, dass unter den verschiedenen Möglichkeiten eine Lüftungsanlage die beste Maßnahme für das Büro von Herrn Huber ist. Um die Wirksamkeit der Lüftungsanlage zu überprüfen, misst Marie noch einmal. Dabei geht sie genauso vor wie beim ersten Mal. Sie bestellt ein Exposimeter bei einer anerkannten Stelle und misst für 12 Monate. Marie erhält das Ergebnis und sieht, die Radonsanierung war erfolgreich. Da die Geschäfte gerade gut laufen, plant Marie ein zweites Steuerbüro im Nachbarort. Wie bei allen Neubauten muss sie den Basisschutz vor Radon einplanen. Den Basisschutz erreicht sie, wenn sie den Feuchteschutz nach den anerkannten Regeln der Technik einbaut. Weil Maries Neubau auch im Radonvorsorgegebiet liegt, muss sie eine weitere Radonschutzmaßnahme umsetzen. Sie kann zum Beispiel eine Radondrainage oder einen Radonbrunnen einbauen. So beugt sie dem Eintritt von Radon vor. Jetzt kann sie der anstehenden Radonmessung an den neuen Arbeitsplätzen gelassen entgegensehen. Nach getaner Arbeit freut sich Marie auf ihr Zuhause. Hier hat sie keine Pflichten zum Radonschutz. Trotzdem will Marie daheim die Radonkonzentration messen. So kümmert sie sich auch zu Hause um den Radonschutz für sich und ihre Familie.